Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video an, wie wir unsere definierte Struktur Point hier oben einsetzen können in unserem Code und wie sich auch das wieder etwas von den üblichen Einsätzen von Klassen unterscheidet. Wir fangen einfach mal direkt hier in der Main-Funktion an. Der erste Unterschied, der besteht, ist, dass diese Variable hier schon komplett mit der Struktur, die sie eben darstellt, initialisiert ist. Das heißt, im Gegensatz zu Person, wenn wir hier eben diese Person-Klassen nochmal einsetzen, die haben wir ja immer mit New initialisiert und das war ja gleichbedeutend mit, wir haben hier eine Variable, die aber eigentlich eben ein, sozusagen einen Zeiger auf ein Objekt darstellt, eine Referenz auf ein Objekt. Warum? Weil Person ein Referenztyp ist, eine Klasse. Und damit diese Variable auf etwas Sinnvolles zeigt, haben wir eben hier sofort ein Objekt dazu erstellt mit eben new und dem entsprechenden Konstruktoraufruf, dem wir diese Daten oder Parameter übergeben müssen. Und die Adresse dieses neuen Objekts wird dann dieser Variable zugewiesen. Das ist bei Strukturen nicht der Fall. Wir haben hier jetzt schon einen vollkommen initialisierten Point 1. Das heißt, wir müssen hier nicht explizit new aufrufen. Was wir aber machen müssen, ich versuche jetzt mal Point 1 direkt auf der Konsole auszugeben. Wir sehen hier kriegen wir einen Compiler-Fehler. Und dieser Compiler-Fehler, der hängt damit zusammen, dass wir eben als Nutzer von Strukturen auch dafür zuständig sind, dass wir in unserem Fall eben x und y initialisieren von Point 1, bevor wir sie in diese Struktur in irgendeiner anderen Form einsetzen können. Also wir kriegen hier eben diesen Compiler-Fehler, wie wir hier sehen, weil hier eben steht Local Variable Point 1 might not be initialized before accessing. Und das heißt letztendlich, damit ich das wieder wegkriege, muss ich hier eben x auf bestimmte Werte setzen. Y natürlich auch. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir Point einsetzen, ohne dass der Compiler sich eben beschwert mit einem Fehler. Ja, das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie wir Point einsetzen. Wir haben jetzt hier eben diese Struktur ohne einen Konstruktoraufruf ausgeführt. Wir können natürlich auch den Konstruktor einsetzen. Ich mache hier Point 2. Und wir rufen hier einfach New Point auf und übergeben hier genau die gleichen Werte wie vorher. Das hier ist jetzt tatsächlich ein Konstruktoraufruf. Diese Struktur landet trotzdem nicht auf dem Heap. Also hier wird nicht wie bei Person vorher gezeigt, ein neues Objekt auf dem Heap angezeigt, auch wenn die Syntax dafür komplett gleich ist, wie wir es hier sehen. Es ist einfach bloß sozusagen die Convenience, dass wir mit demselben Syntax eine Struktur oder eine Klasse instanzieren können. Hier wird aber tatsächlich was anderes gemacht. Was hier passiert mit diesem Aufruf ist, dass eben genauso der Wert für diesen Point direkt in der Variable landet und dafür aber hier in einem einzigen Ausdruck sozusagen x und y, was wir hier noch manuell machen mussten, direkt initialisiert wird. Wir können hier dann natürlich auch var angeben, so wie wir es sonst auch gewohnt sind. Und wir können jetzt einfach mal point1.equals point2 aufrufen. Und wenn wir jetzt hier schon beim Methodenaufruf sind, dann möchte ich natürlich sagen, dass dieser Methodenaufruf hier per callByValue geschieht. Das heißt, die Werte für Point 2 oder das, was hier übergeben wird, wird tatsächlich für den Parameterwert kopiert. Das heißt, wir kriegen hier speichermäßig gesehen eine Kopie von Point 2, nicht sozusagen derselbe Wert, der an der gleichen Speicherstelle liegt. Auch das schauen wir uns aber nochmal genau in einem späteren Video an. Ja, dann erstellen wir uns Point 3 und jetzt kommt
das, was man überhaupt nicht erwartet. Nanu, wieso schreibt der Autor hier jetzt plötzlich einen Standardkonstruktor? Das hier schaut aus wie ein Standardkonstruktoraufruf. Ja? New, Angabe des Typs, den wir instanzieren möchten, keine Parameter. Das ist ein Standardkonstruktor eigentlich. Im Fall von Strukturen nicht. Was hier passiert, ist, dass der sogenannte Strukturinitialisierer aufgerufen wird. Das ist kein Standardkonstruktor in dem Sinn. Das werden wir auch später nochmal sehen. Der Punkt ist hier, dass eben Point auch genauso initialisiert wird, direkt in die Variable hineingeschrieben wird. Aber x und y werden hier in diesem Fall auf ihre Standardwerte gesetzt. Also sozusagen Default of Double, was ja gleichbedeutend ist mit 0.0. Ja? Also hier wird x gleich 0.0 gesetzt und y natürlich auch. Und zwar implizit eben bei diesem... Jetzt bin ich wieder richtig. Implizit bei diesem Objektinitialisierungssyntax. Also, naja, eigentlich nicht Objekt. Im Bytecode heißt es Objectinit. Letztendlich sollte man es eigentlich StructureInit nennen. Also, wir merken uns, das hier ist kein Standardkonstruktor. Warum? Weil wir mit einer Struktur es hier zu tun haben und wir wissen, Standardkonstruktoren können ja nicht mal explizit in Strukturen definiert werden. Genauso wird auch vom Compiler kein Standardkonstruktor erstellt. Diese Strukturinitialisierung ist einfach immer verfügbar. Und was macht diese Strukturinitialisierung? Sie setzt automatisch alle Felder, die in einer Struktur definiert sind, auf ihren Standardwert. Also wenn wir hier jetzt beispielsweise noch ein Boolean hätten, hier beispielsweise auch public, oder ich könnte auch private machen, ist vollkommen egal, dann würde der eben auf seinen Standardwert false hier mit initialisiert werden. Und wir sehen hier schon, wenn ich jetzt hier diesen bool hinzugefügt habe, dann passt unser Konstruktoraufruf nicht mehr, oder unsere Konstruktordefinition im Eigentlichen, weil wir eben Wahrheitswert hier nicht setzen. Deswegen nehme ich es auch gleich wieder weg. Dann können wir natürlich auch console-write-line mit Point 3 machen. Und hier möchte ich einfach bloß nochmal bei Point 4 eben zeigen, wenn wir Point 4 bloß das x initialisieren und dann sofort eben diesen Point 4 auf der Konsole ausgeben möchten. Auch hier sehen wir, wie vorher eben bei Point 1, dass das nicht geht. Wir müssen, wenn wir keinen Strukturinitialisierer oder eben einen Konstruktor der Struktur einsetzen, dann müssen wir selber dafür sorgen, dass sämtliche Felder initialisiert sind, sonst meckert der Compiler. Keine Chance, dass wir hier weiterkommen. Also wir müssen hier auch explizit sagen, dass y initialisiert werden soll. Ja, dann bleibt natürlich die Frage offen, okay, eine Struktur ist wesentlich eingeschränkter als eine Klasse. Wann sollte ich denn jetzt eigentlich Strukturen einsetzen? Diese Frage werden wir im nächsten Video klären. Ich wollte Ihnen jetzt in diesem Video eben bloß zeigen, wie muss ich auf Nutzerseite mit Strukturen umgehen. Es gibt ja auch hier einige Einschränkungen oder Unterschiede zu Klassen. Und wo diese eben Sinn machen und wo eben nicht, besprechen wir im nächsten Video. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.